comes to. Du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Fange unten an, mach dann oben weiter. Vielleicht. Je nachdem, was du brauchst. Ja. Kann ich besorgen. Ja. Bring ich dir morgen. Ja, gleicher Ort, also du weißt wo. Gut. Fernseher an. Kara! Ja, Todd? Bring mir ein kaltes Bier! Sofort. Oh, Mann. Was glotzt du so? Mach, dass du hier rauskommst. Mach, dass du hier rauskommst! Ich mach dann weiter. Du hörst jetzt sofort damit auf! Ständig nervt sie! Nervendes Kind!
Verdammt, Mann! Geh aus dem Weg, verdammt nochmal! Tut mir leid, Todd. Kommt nicht wieder vor. Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Das ist aber hübsch. Wie heißt es?
Und jetzt zum Sport. Als erstes Basketball. Die Gears bereiten sich auf ihr wichtiges Spiel heute gegen Denver in der CyberLife Arena in Detroit vor. Während die Verhandlungen über die mögliche Zulassung eines Androidenspielers pro Team weitergehen. Es wird debattiert, ob dies zu deutlich spannenderen Spielen führen wird oder ob menschliche Spieler dadurch schließlich überflüssig werden. CyberLife hat sich bereit erklärt, das Experiment zu unterstützen und jedem Team ein Spezialmodell zur Verfügung zu stellen. Zwar dienen Androiden bereits seit 2035 als Mannschaftstrainer und als taktische Berater, doch Androiden als Spieler sind in den Teams nicht gestattet. Bisher. Weg da! Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten. Ist das okay, Alice? Alice im Wunderland. Natürlich. Wir waren bestimmt Freunde vor meinem Reset. Vielleicht können wir das wieder sein. Ein
dein Vater sagt, von dir kommt mein Name. Kara. Klingt nett. Wie kamst du darauf? Erzähl mir doch etwas von dir. Was du gerne tust, wo du gerne hingehst, dein Lieblingsessen. Das würde mir sehr helfen. Was ist mit deiner Mutter? Kommt sie bald heim? Was machst du da? Ich spiele. Du spielst? Ich weiß, was du denkst. Du denkst, dein Dad ist ein Loser. Ein scheiß Loser. Kriegt keinen Job, sorgt nicht für seine Familie. Glaubst du, ich hätte nicht alles Mögliche versucht? Was ich auch mache, jemand kommt mir in die Quere und versaut mir alles! Ich weiß, was du von mir denkst. Du hast mich. Du hast mich, oder? Sag es! Du hast mich! Gott, was mache ich denn? Tut mir leid, Süße. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich hab dich doll lieb, glaub mir. Hab dich ganz doll lieb.